Diese Unterrichtseinheit ist wie folgt gegliedert, dass ich zunächst eine kurze Motivation geben werde, wofür Prozeduren prinzipiell eingesetzt werden können. Prozeduren, also neue Befehle, müssen definiert werden und man muss sie natürlich aufrufen können. In diesem Teil Programme mit Prozeduren wird beschrieben, wo Prozeduren definiert werden können. Dann folgen ein paar Beispiele, bevor ich dann eingehen werde auf die Vorteile von Prozeduren. Schließlich folgen wiederum ein paar Hinweise zu Code-Konventionen im Umgang mit Prozeduren und eine kurze Zusammenfassung.